Lauft es jetzt? Ja, ups. Oh. Liebe YouTube-Zuschauer, auf dem YouTube-Channel-Kanal live heute für Sie, also so sieht man das nicht, gell? Auf dem YouTube-Channel-Kanal live euer Wurzel-Tommy. Wie versprochen, 2 Lieder, brandneue. Ich nenne jetzt keinen Titel für das Lied, aber ich versuche es Ihnen heute zu meistern. Ich singe Stanzerl, weil mir sonst keine andere Melodie dann eingefallen wäre. Fangen wir an. Ich hatte einen Traum. Im Traum lag ich unter einem Baum. Während dem Schnarchen, segne ich den Baum dann um. Während den Schlafen träumen wir so allerhand. Ich wurzel, Tommy, wenn ich schlaf und träum. Im Träum, da bin ich im Traum an vorderster Front. Wir träumen von Hexen, Monster und Ungeheuer. Manch Schönes in einer Beziehung, dadurch, das schönste Abenteuer. Eine Frau nahm mich zur Hand und schleifte mich zu Standesamt. Die Verwandtschaft kam dadurch, ja auch dann gleich angerannt. Als die Braut des Ja-Wort sprach, gab es einen lauten Krach. Ein dicker Ast vom Baum ja dann auch brach. Ich bekam ihm auf den Kopf, da bin ich ja dann aufgewacht. Das ganze traurig schaut ich drein, was für ein armer Tropf. Ja aber wie, der Deckel von einem Küchentopf. Ich hab's vorher noch nicht geprobt gehabt, aber ich hab's hinbekommen. Kommen wir zum Lied Nummer 2 und das letzte Liedlein des Liedes. Das war übrigens das Traumstanzerl, wenn man träumt, wenn man schläft. Und es kommt das Langeweile-Gestanzerl. Ein langweiliges Gestanzerl, aber das ist so langweilig, dass es schon wieder witzig ist. Ich weiß es ja nicht. Für manche gefällt es ja nicht. Dazu komme ich später. Das ist ein langweiliger Tag. Wieso, weshalb, warum? Wo ich mich eigentlich dann frage, da birgt sich ja bei mir die Nase um. Der andere hat diesen Tag, der andere nicht. Was mache ich heut? Was tue ich heut? Des anderen Leid, des anderen Freud. Mei, ist mir heut dann auch langweilig. Was soll ich tun? Vor lauter Denken,
da wird mein Kopf auch dann so dick. Mal mach ich dies, mal mach ich das. Man könnte sich besaufen mit so einem großen Bierfass. Da so ein Rausch alleine bringt in so einer Situation auch nichts. Nasenpuppeln, Ohrendreck, das ist der reinste Arschwitz. So singe ich euch dieses Lied. Mir bleibt ja sonst nichts übrig. Mit dieser Langeweile in so einer Sicht. Das waren zwei Liedlein eines Liedes. Nun, wenn ein Daumen jetzt nach unten geht, des Öfteren war der erste Daumen immer nach unten, bevor einer nach oben ging, möchte ich Ihnen erst einmal etwas sagen. Für die, wo meine zwei Lieder negativ bewertet haben, oder zum Teil, oder was ich mache auf YouTube, ist nämlich so. Wenn einer meint, ich singe schlecht, dann gibt es Schlechtere wie ich, und ich bin genauso schlecht wie ein anderer, der gut ist. Deswegen muss man, ich verstehe nicht, warum es die Daumen gibt. Wenn einer meint, er kann es besser, sage ich immer, wenn ein Daumen nach unten geht, da habe ich schon Leute bei mir zu Hause gehabt, die haben sich das Video angeschaut, haben sich gedacht, immer wenn ein Daumen nach unten ging, denen müsste man, das haben Leute gesagt übrigens, wenn sie das gesehen haben, wenn ein Daumen nach unten ging, haben Leute das gesehen bei mir zu Hause, und wenn wir die Videos bei mir angeschaut haben, da hat einer mal gesagt zu mir, die, wo einen Daumen nach unten tun, denen müsste man einmal eine Gitarre in die Hand drücken, die sollen mal singen, die sollen mal jodeln, die sollen Noten schreiben, Texte schreiben, fertig, aus. Mal schauen, wie brav und wie still sie sind, wenn sie es nicht können. Das soll ich mal auf YouTube sagen, wenn ein Daumen jeweils nach unten geht bei diesem Video. Ja, also Leute, das ist, ich bin ein brotloser Künstler, ich bin nicht gut. Es gibt andere, die sind gut, aber andere, die sind noch besser, und ich bin gut, wo andere schlecht sind. Und es wird immer einen besseren geben, egal wie man sich anstrengt. Die Daumen nach oben und nach unten finde ich einen Schmarrn. Weil man bewertet, wir sind nicht bei Supertalent hier. Und wenn es einem nicht gefällt, braucht er es ja nicht anschauen. Braucht er es auch nicht bewerten. Das ist ein Witz. Ich bewerte die Leute ja auch nicht, wenn sie etwas gemacht haben. Ich bewerte sie, wenn es mir gefällt, sage ich, gebe ich meinen Senf schon dazu. Aber wenn es mir was nicht gefällt, dann sage ich am besten gar nichts drauf. Oder? Leute, das ist mir schon das paar Mal aufgefallen, und einer hat mir darauf hingewiesen, das mal auf YouTube zu sagen. Wenn ein Daumen nach unten geht, soll ich das mal sagen. Schauen Sie, jeder kann was von uns, oder? Ist doch logisch. Da muss man doch nicht neidisch auf den anderen sein. Also, Leute, ich weiß nicht, wer das ist da draußen. Aber du kannst auch was, okay? Also, tschüss, ciao. Ja? Jetzt wollte ich auch, offiziell Verabschiedung. Das war Wurzeltommy live mit zwei Lieder. Bis zum nächsten. Schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt, auf den Sendezentralturm Memmingen-Hünerberg live. Euer Wurzeltommy, servus und ciao, und beehrt Sie mich bald wieder. Bis zum nächsten, vielleicht zum nächsten Video. Servus, ciao. Thank you.